Gut, also das muss von unten nach oben. Was ja kein Problem ist. Nehme ich einfach hier ein Filterärmchen. Hier Fließband. Das Ding ist später eh nicht da, aber ich mache jetzt erstmal das Untergrundteil. So. So. Noch. Wozu bist du? Du bist hier gar nicht angeschlossen, oder? Weg. Und hoch mit denen. So, hatten wir da auch schon mal Anschluss. Und das fehlt ja, ich muss nur noch angestellt werden. Du nimm dir bitte. Da, Alien Fuel Cell. Okay, das läuft schon mal. Dann nächstes Problem. Wir haben keinen Puffer bei dieser Flüssigkeit. Das heißt, ich müsste irgendwelche Tanks zwischenklatschen. Dann nehme ich doch einfach hier. Wo seid ihr? Da seid ihr. Einfach so Tanks. Nehmen wir mal zwei reichen. So. Dann. Mit dem rosa Pulver scheint es okay zu sein. Aber mit dem. Mit der, ja, genau, hier. Hier ist ein Problem. Wir haben nicht mehr genug davon. Ich muss also relativ schnell den Außenposten hier oben aufbauen. Jetzt aber erstmal dich dahin und dich dahin. Damit das alles so läuft, wie es laufen soll. Denn eine weitere Möglichkeit, um an Massen von rosa Pulver zu kommen, wäre einfach, dass ich hier unten die Unicorn-Produktion, die ich gerade mühsam aufgebaut habe, wieder abbaue. Und alles hier zu rosa Pulver verarbeite. Oder die Hälfte, sagen wir mal die Hälfte. Ich mache einfach nur hier das weg. Und stelle dich ein, dass du das da hinlegst von rechts. Nach links, closer. Meep. So, jetzt kommt da rosa Pulver. Und hoffentlich reicht das rosa Pulver aus. Ich muss das jetzt natürlich nur von hier. Okay, der wird jetzt nichts mehr für. Moment mal. Rosa Blöcke kamen alle da drauf, oder? Ja, kamen sie. Mist. Rosa Pulver. Blöcke müssen jetzt zusammen mit der Schlacke nach rechts. Geht das? Ich glaube, ich habe gerade das System total sabotiert. Ja, aber die können da nicht rausgefiltert werden. Ja, es geht nicht. Ich habe da jetzt auf die Schnelle leider keine Lösung für. Aber ich weiß, dass wir eine durchgehende Versorgung mit sehr, sehr viel rosa Pulver brauchen. Das heißt, ich werde das jetzt mal jetzt so umbauen, dass das rosa Pulver von hier, das rosa Pulver, das hier schon weniger wird, das ist gleich zu Ende, das unterstützt wird. Weißt du, fehlt das jetzt bitte Pulver der rosa Art hier hin. Und das läuft hier hoch. Und, so. Ich weiß, ein wenig rabiat, aber das Ding hier unten brauchen wir eh bald nicht mehr. So, also rosa Pulver sollte jetzt durchgehend da sein. Dann war das Problem mit den Tanks. Das löse ich einfach. Ja, nicht so. Da muss es auch ein schönes Muster geben, oder? Das ist nicht schön. Das ginge. Also man sieht es jetzt noch nicht, aber ich werde hier gleich einfach das so machen, dass es hier unterirdisch wird. Und da wieder hochkommt. Und dann kann das hier so einmal rum. Plupp. Kann der weg und der weg. Und jeder Strang hier nach unten von der Stromversorgung hat einen eigenen Tank mit der IWE-Versorgung. So, Wasser sieht auch ein wenig problematisch aus. Nö. Es
fehlt nur das Pulver. Das wird sowas von weggenuckelt hier. Ja, das ist ein wenig problematisch, denn durch das Wegnuckeln bekommt jetzt nur dieser Stromstrang hier sein Pulver und seine Flüssigkeit. Das heißt, wir müssen die beiden auch verbinden, damit das Ganze dann auch schön fair bleibt, ne? Okay. Gilt jetzt aber nur für diese zwei Stränge. Wenn ich später jetzt 4 oder 6 Stränge habe, dann muss ich die woanders verbinden. Vielleicht dann hier auch noch, wenn es noch darüber geht. Muss ich dann schauen. Das kann das auch nicht. So. Laufen die hier unten überhaupt noch? Die hatte ich gekappt, richtig? Richtig, oh Gott. Die hatte ich letzte Folge gekappt oder vorletzte. Wo ist meine große Stromversorgung? Da. Es läuft alles über die 4 verdammten Dinger da. Und es scheint okay zu sein. Ja, Available Performance 100%. Momentane Performance 20%. Nice! Es ist alles gut. Also so lange gut, bis kein grünes Zeug mehr kommt. Und wir haben hier nur noch 2000, noch was. Aber ansonsten ist alles gut. Alles kein Problem. Das Pulver hier soll auch eine ganze Weile reichen. Ja, also die Anlage schaue ich mir dann bei Zeit nochmal genauer an, dass wir es hinbekommen, dass idealerweise sowohl rosa Pulver rauskommen für unsere Stromversorgung, als auch Unicom-Blöcke, damit wir was zum Tauschen und High-End-Geräte bauen haben. Jetzt brauche ich allerdings das grüne Zeug von da oben. Das heißt, ich schnapp mir jetzt aus einer der vielen Kisten. So, die mach ich schon mal weg, einfach weil es doof aussieht. So. Und ich schnapp mir aus einer der vielen Kisten das Bahnzeug. Wir müssten da ja noch ein bisschen was rumliegen haben. An Schienen und dergleichen. Da. Hier waren Ressourcen, da können wir ein paar Chips nehmen. Sonst brauche ich hier nicht so wirklich viel von. Nö. Du, ja, hier könnte was drin sein. Da sind schon Maschinen. Ein bisschen was an Strommasten. Radarschüssel nicht, nö. Also wirklich viel tolles Zeug ist hier nicht, ja. Chain Signals, genau, die Bahnsignale nehme ich mal mit. Reicht das anscheinend erstmal auch. Ja, dann bräuchte ich noch einen Zug. Also ich könnte eigentlich den Kupferzug nehmen, oder? Und die Haltestelle unten muss ich auch noch machen. Und die ganzen Signale müssen passen und das darf nicht kollidieren. Und ich habe noch nicht mal geschlossene Mauern. Also irgendwie ist gerade zu viel auf einmal für mich. Keine Türme hier. So, die eigentlichen Außenmauern sind wo? Hier. Zu viele Baustellen gleichzeitig. So, ist das die richtige Höhe? Ja. Okay, also hier. Das ist die neue Außenmauer, die später aus dem anderen Mauermaterial ist. Aber das kommt erstmal hier hin. Dann setze ich da einen Turm hin. Sollte rein, ne? Ja, ich glaube, die sollte rein. So. Und Munition habe ich fast keine mehr. So, das deckt schon mal hier den Eingangsbereich ab, bis genau zu der Lücke. Und da sollte dann der Turm hier greifen. Nee. Gottige Reichweite. Oh Gott, gib mir Kraft. Hier. So. Turm in der Dunkelheit. Wird uns alle beschützen. Also, wo war ich? Ich war dabei, eine Entladestation zu machen. Hier ist eigentlich die Entladestation für Kupfer geplant und hier war die Entladestation für die Yogi-Sachen geplant. Problem dabei ist halt, ich muss das hier erstmal alles leer bekommen, bevor ich das hier ordentlich hinstellen kann. Und das hier läuft ja noch eine ganze Weile. Okay, dann mache ich das erstmal
für die Yogi-Entladestation. Das ist okay. Das heißt, wir hatten hier einen Zug. Du. Und du fährst jetzt nicht so komisch über Kreuz hier. Das ist nämlich affig. Die Signale sind auch doof. Mach ich später alle neu. Du fährst einfach hier unten rum. So. Das ist auch praktisch. So. Fährst hier unten rum. Kommst du aber gar nicht da oben hin. Versuche eine Lösung zu finden. Der Eisenzug pendelt nur hier hin und her. Und fährt von hier. Es geht so nicht, ja. Cool. Das ging da drüben doch auch. Muss man dann so und so machen. Cool. Weg. Von hier vielleicht? Ja. Okay. Das heißt, wenn später hier entladen wird, also wenn der Zug hier entladen wird, fährt der Eisenzug hier unten rum. Und wenn... Nö, das war's. Ich mache hier unten gar kein Gleis. Ich mache das Gleis hier oben. Und fährt es da raus. Das könnte funktionieren. Okay. Testen wir mal. Mach Platz. Wir nehmen jetzt einen kleinen Umweg nach oben. Aber idealerweise kommt dann von hier der Yogi-Zug an. Fährt dahin, entlädt sich. Wenn der Eisenzug gerade von rechts kommt, wartet der Eisenzug hier. Und dann fährt der Yogi-Zug zurück und der Eisenzug fährt hier rein, dahin. Ist kein, bei weitem kein optimales System. Es wird dazu zu vielen Pausen kommen und. Aber das ist das, was wir auf die Schnelle hinbekommen. Und es geht jetzt darum, es auf die Schnelle hinzubekommen. Cannot be mind. Ist alles can be mind. Weg. So. Du bist jetzt die Erzhaltestation, ne? Genau. Also Kupfer. Das wird jetzt umbenannt in Do Rename Home You. Okay. Okay. Jetzt muss ich die Schienen nach da oben hinbringen. Puh. Die ersten Instant-Bäume im Weg. Das ist super. Das wird super laufen. Gesamte Strecke. Aber ich habe einen Flammenwerfer dabei. Ist alles gut. Ich wüsste nicht, was ich ohne dieses neue System machen würde. Das ist sowas von praktisch. Kannst du gedrückt halten? Nein. Okay. Bitte. Sollte möglichst wenig Kurven eigentlich haben, weil jede Kurve heißt, es wird langsamer. Was habe ich da gerade abgebaut? Achso, Stein. So, die Kurve hier ist berechtigt, weil ich habe keinen Bock, durch den ganzen Wald da durchzugehen. Das ist für mich eine sehr gute Berechtigung. Ich denke mal für euch auch. Und keine Züge mehr. Keine Schienen mehr. Ich habe bestimmt keinen Stein dabei, richtig? Doch 20. Wow, ich kann 17 Schienen bauen. Das wird nicht reichen. Also ab nach Hause, Stein holen, wahrscheinlich dann auch noch Stahl holen. Wo ich hier oben bin, könnte ich schon mal ein paar Türme hinstellen. Und die 17 Schienen, um anzudeuten, wo das Ding später hält. Weg. Also hier kommen später die ganzen Mining-Dinge hin. Dann können hier die Schienen. So.
Haltestelle. Habe ich eine Haltestelle gebaut? Ja. Haltestelle ist da. Du bist... You... Okay, Town Alpha. So, hier vorne hält der eine. Auf meiner Höhe sind die anderen. Brüpp. 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 Wieder drei Waggons. Nö. Ernsthaft, also... ich denke, es würde sogar ein Waggon reichen, wenn er schnell genug befüllt wird. Bei dem anderen, bei dem Eisending wurde ja auch immer nur einer befüllt und es hat trotzdem super ausgereicht. Also ich mache mal mit zweien. Das sollte okay sein. Und dann ist ab hier schon... Blub. Könnten wir ab hier schon Mauern machen. Also ich habe gerade keine Mauern. Ich kann sie ja mal so andeuten. So, dann kommen da die Gates hin. Gates können wir da gerade nicht bauen, weil ich keinen Stahl habe. Und blub, 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 die Türme mit ein bisschen Munition. So, wir haben keinen Strom, wir haben keinen gar nichts und wir haben auch bei weitem keine Abdeckung für da oben. Aber das kriegen wir später hin. Hier ist ja eh nur so eine kleine Einbuchtung, weil hier kommen jetzt gleich die Kisten noch alle hin. Kann ich auch schon mal andeuten, immer noch nicht komplett bauen. Dann kommt hier nochmal eine Reihe Ärmchen. Und hier ist ein Fließband von da oben. Das Tick-Tick-Geräusch finde ich super. Erinnert ein bisschen an Blinker. Bau ein Splitter. So. Einer geht darum, einer geht darum. Auf der Seite das gleiche. Also Kiste, Ärmchen, Fließband. So, das heißt, ich brauche hier oben die Mining Drills und dann hier noch so ein, zwei Türme. Ich denke mal, zwei werden jetzt am Anfang reichen. So, hier hast du Muni. Und wo ist denn dieser Turm? Oh, ich habe sogar noch 97 von den guten Mauern, aber die sind für die Hauptbasis eigentlich gedacht. So, und hier irgendwo auch noch einen hin. Zack, okay, das ist erstmal sicher. Wir brauchen jetzt noch eine Stromversorgung. Wir brauchen mehr Mauern. Ruhig die billigen Standardmauern. Wir brauchen auch Kabel und dergleichen. Also, ne? Die Dinger hier. Das Altbackenzeug. Weil ich werde keine E-Station hierfür verschwenden. Das wäre, ne? Doch ein bisschen teuer. So, Mining Outpost habe ich keine. Wollte ich jedenfalls Stahl für. Okay, aber ist ein gutes Grundgerüst. Wir brauchen jetzt nur noch genug Schienen. Wir brauchen dann vielleicht noch ein bisschen was an Signalen unten, damit der Eisenzug dann nicht irgendwo gegendonnert. Auch wenn der Eisenzug theoretisch niemals fahren müsste, weil wir so dermaßen viel Eisen haben. Dann schnappe ich mir jetzt noch Stahl. Verbaue ich hier gleich die restlichen Mauerstücke. Denn wir haben jetzt ja auch wieder einen Alien-Mod drauf. Das heißt, es könnte bald zum Angriff kommen. Und hier muss noch eine E-Station hin, ne? Zu viele Baustellen. Viel zu viele Baustellen. Oh, hier kann ich es absehen. Lass mich... Wo stecke ich? Da stecke ich fest. Mauer kommt bis auf meine Höhe. Richtig? Richtig. Okay. Dann verbrauchen wir hier die Mauer. So ein kleines Frühwarnsystem. Und das wird alles abgerissen später. Okay. Also Stahl, 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 Stahl. Ich forsche gerade gar nichts, das fällt mir auch auf. Das kommt mal mit. Das kommt mal da rein. Und erforsch bitte.
Robot Cargo Size, Concrete.